mega Saw-like. Willst du ein Spiel spielen? So, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir denn lang? Ah, gut. Das war jetzt nur so, vielleicht hier. Gehen wir da unten durch? Oh ja. Oh je. I can see him. Hallo. Are you okay? No. Bisco the Dead took my dice. And no one believes me. But he took them. A dead man took your dice. Are you sure you didn't lose them? Ugh, you're as bad as the rest of them. I'm sorry. You're right. I'll tell you what. I'll pay very close attention, and if I see Pisco the Dead, I'll ask for your dice back. Really? You believe me? Natürlich. It wouldn't be the first time the dead seemed to speak to me. Okay, man könnte jetzt natürlich nach den seinen Würfeln suchen. Die sind hier. Das heißt, warte mal, wenn sie nach da guckt, ist jetzt die richtige Richtung? Ja. Da kommen wir aber auch in die Richtung, die wir eigentlich müssen. Ach, guck mal, da oben. Da oben wird es sogar angezeigt. Dann würde ich doch jetzt trotzdem mal sagen, schauen wir mal. Ich kann hier nicht hochspringen, Mann. Schauen wir mal, dass wir die Würfel vielleicht irgendwie bekommen. Hier liegt Stoff einfach mal rum, okay. So. Und da sind wir nämlich. Ach, guck mal. Wer ist das dort denn? Die hat die Würfel, oder was? Hallo? Hast du Würfel? Are you Pisco the Dead? You can see me? Ach, der. Okay. At last, Pisco is seen. Are you also dead, Ishiki? Nein. No. So you are Pisco the Dead. I am Pisco, servant of the gods. I'm Lara. Lara. Nice name, Lara. You are not dead. Neither are you. Oh, but I am. As a child, I was to be sacrificed. I was brought to the mountain. The ritual was completed, but... But you survived. Only my body. I am dead to all my friends and family. I live by the offerings that are left for me. I met a boy who says Pisco stole his dice. Taki? He's the son of a very arrogant noble. He insisted we play a game. He lost. I don't have many things, but I won those dice fair and square. If you want, I'll play you for them. Oh yeah. You want to play a game? Ah, what's the game? Mega Saw-like. Willst du ein Spiel spielen? Hear their wisdom and tell me why Taki lost, and I'll give you the dice. Okay. I can do that. Ich kann es versuchen. Ach, bei sowas bin ich doch nicht gut. Mit fünf verstoßenen Reden. Fünf verstoßenen Reden, wo sind denn die jetzt wieder? Gibt's die auf der Karte? Oh ja, Tatsache. Guck mal. Hier ist ein Monolith. Echt nicht? Boah. Ist ja trotzdem die Frage, wer sind jetzt die Verstoßenen? Ah, guck mal. Hier vielleicht. Bist du verstoßen? Hallo. Hallo, Ishiki. It's rare to see outsiders in the city. Pisco sent me to speak with you. Ah, Pisco. I like him. You've seen other outsiders? Only one. He was handsome, gentle and kind. We were in love. But our love is forbidden. Outlawed by the cult of Kukulkan. That's awful. I'm sorry. I was sentenced to death. Tied to the cliffs and left to die. On the third day, I welcomed death. That's when he found me. The outsider. He freed me and treated my wounds. Who was he? I don't know his name. It's been many years, but I still hope to see him again. I often return to the cliffs, near the condor nests, and collect their feathers. They remind me of him. That's a remarkable story. Thank you for trusting me with it. Thank you for listening, Ishiki. Hm. Ja, schön. Ich kann ja mit den allen reden, aber so wirklich... Irgendwie wird mir das auch nichts. Ja, woher soll ich denn das jetzt auf einmal wissen? Okay, ist das der nächste? Hallo. Ja. Pisco sent me. Ah, did he? Did you say you were cast out for lying? No, Ishiki. I was cast out for telling the truth. That was my mistake. What happened? Should I say I've never seen an outsider? If no one believes the truth, it never happened. What outsiders? They dress in black and have strange weapons. They hide gold. I told the cult about the gold and the outsiders.
They cast me out for lying. Lying? The gold was for them. One day, the cult will be exposed for its hypocrisy. So what do you do now? I lost everything, Ishiki. My position, power, reputation. But it took me losing all that to finally see. I had no purpose, no calling. And you found one? Yes. I serve the future by protecting the past. Queen Unuratu's line are the rightful rulers of Paititi, not the cult of Kukulkan. Everything I see, everything I hear, everything I know now helps the rebellion. A worthy cause. I send people to steal the gold shipments the outsiders deliver from time to time. They never change the drop-off point. Sounds like you're making a difference in a lot of people's lives. Thank you for sharing. It was nice talking with you. You too, Ishiki. Ich weiß immer noch nicht, was ich daraus machen soll. Aber ich denke, das wird sich mir schon noch erklären. Das ist Gold. Ich finde dann halt Sachen. Einmal dieses Nest und einmal das Gold. Oh, endlich ein Monolith, den ich entziffern kann. Oder was auch immer. Was ist mit dem hier? Ja, jetzt sammeln wir hier endlich Erkenntnisse. Da können wir die anderen auch bald lesen. Und hier müsste das Gold sein. Irgendwie. Dann reden wir doch mal mit ihr, oder? It is busy today. Kukulkan may have promised we'll thrive, but many make their own offerings. Mhm. Bringt mir nix. Oder ist das hier in dem Haus? Ups. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich kann hier keinen Pfeil und Bogen nehmen. Warum? Ich habe meine Waffen nicht. Okay, dann bringt das also gerade alles überhaupt gar nichts, wenn ich meine Waffen nicht habe. Dann wahrscheinlich erstmal sowieso mit allen Ausgestoßenen reden. Die Würfel wiederholen. Und danach könnt ihr irgendwann mal das Zeug dann noch machen. So, guck mal, nächster. Vielleicht. Kids don't authority where you come from, Ishiki. I think it's part of growing up, pushing boundaries. Are they in danger? No. The guards threatened, but when they were young, they threw rocks at guards too. Oder auch nicht. Bin ich wohl doch noch ein Stück entfernt davon. Sind hier noch jemand? Hier ist jemand. My wife is very ill, as are many others. A sickness brought by the outsiders. Someone should do something. Super. Jetzt bringen die alle noch Krankheiten mit. Das Hello. Ist eine. Are you an outcast? Yes, Ishiki. Hello. I heard you talking about a white capybara. Oh, not just one. There are many of them. Pisco sent me to speak to all those who are cast out. You're a hunter. I am now. I was once a farmer, but that wasn't a life for me. I felt trapped. Forced to live up to the duties and expectations brought down by my family. I finally refused and went my own way. And a white capybara was responsible? No, Ishiki. A herd of them. One night they assaulted my field, trampled everything, but I did nothing to stop them. I just watched. They gave me an idea. A herd of these capybara, all white. What if I could hunt them? What if I could finally get away from the fields? So you did it. Best decision I ever made. My father disowned me, gave the farm to my sister, but that's fine with me. I'm a hunter now. They call me Paimo the White. Thank you for the entertaining story, Paimo. Thank you, Ishiki. Ich stört es also gar nicht mal unbedingt, dass die verstoßen wurden, oder? Jetzt ist die Frage, der letzte Verstoßene, ist der hier? Oben? Sah auf der Karte sehr komisch aus, aber zu irgendwas muss das ja hier führen. Oh, hier ist ein Monolith. Cool. Fähigkeitspunkt verfügbar. Yay! Gefällt mir, weil schaut mal. Hm? Muss ja hier noch einer sein, oder? Nehme ich mal an. Guck mal. Zack. Hier findet man Schätze. Cool. Die wollte ich gar nicht finden, aber hey. Wer regt sich denn schon auf, wenn er Zeug findet? Stimmt nicht unsere Lara. Oh, Herausforderungsgrab. Wo sind wir denn jetzt hier hingekommen? Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Komme ich da rüber?
Ja, na gut, es ist auch hier Wasser, ne? Platz. Das ist jetzt also nicht so schlimm. Aber wenn ich das so sehe, müssen wir wahrscheinlich unter Wasser dann ein bisschen noch tauchen, weil da hinten geht's lang. Ach Mann. Immer dieses Tauchen. Aber jetzt schauen wir erstmal uns hier um. Was das für ein Grab ist. Jetzt haben wir hier auch ein Lagerfeuer. Hier wird es wieder hochgehen. Ah, hier ist eine Notiz. Berichte über eine Seuche. Na, herzlichen Dank. Vielleicht könnte man aus alten Berichten noch was lernen. Hier ist nochmal eine Kartenaktualisierung. Hier soll so viel sein. Ah, guck mal. Hier kommen wir durch. Na supi. Gut versteckt. So, dass wir es nicht finden. Oder geht's hier raus? Das ist noch das Grab. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab, ja. Einmal an die Kante ran. Das klingt nicht so, als wären wir hier gewollt. Wir haben die Vögel in Aufruhr versetzt. Runter? Fast so aus, oder? Ja. So, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir lang? Wahrscheinlich nicht hier. Ah, gut. Das war jetzt nur so, vielleicht hier. Ich hab's nicht gewusst. Aber die andere Seite sah noch weniger danach aus. So, hier jetzt. Ah, hoch. Okay. Das ist sehr schwierig hier zu entdecken. Aber das ist ja das Coole daran. So, jetzt müssen wir nur noch da hoch. Hier haben wir voll. Ja, komm, halt dich. Und hoch. Ab in den Tempel, der bestimmt voller Fallen ist. Ups. Okay. Haben wir hier wenigstens unsere Waffen? Ich meine, ich sehe ja den Bogen hier auf unserem... Ja. Okay. Hier kommen wir doch hoch, oder? Ja. Neues Basislager entdeckt. Tempel der Sonne. Ah, schön. I must have arrived at the right time. It looks like the cultists were just here. Echt? Das sieht wieder nach einem tollen Rätsel aus. Wartet's mal ab. Einmal nach unten, bitte. Flup. Ist schön hier. Muss man schon sagen. Hier können wir noch was entziffern, hoffentlich. Weiß auch nicht, wann wir die Sprache jetzt so wirklich lernen. Wir lernen hier irgendwas. Aber das ist anscheinend nicht dieses Kreolisch, was sie die ganze Zeit möchte. Ja, wir gucken einfach mal. Irgendwann muss jetzt mal das Rätsel kommen. Hier. Können wir da unten durch? Oh ja. Oh je. Das ist mal ein cooles Rätsel, wahrscheinlich. Und jetzt dürfen wir mit Spiegeln spielen. Okay. Es zeigt sich, wie sich das alles hier ändert. Guck mal an. Aber wir können nur nach links und rechts und nicht irgendwie nach oben und unten. Jetzt haben wir hier irgendwas angestrahlt. Okay, da muss ich mal eben mich noch reinfuchsen. Okay, ich habe jetzt eine Idee. Muss ja da rüber zu denen. So, einmal hier. Jetzt kommen wir nämlich hier rüber. Okay. So. Und jetzt packen wir den hier und tun da hinten das anleuchten. Hier so durch. Da. Hat sich das jetzt gedreht? Ist nicht. Ja, hat sich gedreht. So, dann gehen wir nämlich hier wieder rüber. Ich glaube, dass da hinten ist der Spiegel 3. Das so richtig gesehen habe. Zack. Dann nehmen wir den wieder. Ja, und jetzt haben wir nämlich hier einen geraden Weg darüber. Man muss immer erstmal kurz rätseln. Dafür sind die ja da. Und jetzt hier rüber. Okay.
Okay. Sollen wir jetzt hier hoch? Nein, ich glaube nicht. Four mirrors, da. Each with a different marking. Ja. They're numbered, mirror 3. Okay. Was passiert denn jetzt? Warum ist denn mein Weg jetzt weg? Guckt euch das an, mein Weg ist jetzt weg. Das ist ja super eigenartig. Hier komme ich nicht rüber. Hier komme ich nicht mehr hin. Ich bin jetzt erstmal wieder zurück. Denn irgendwie ist ja mein Licht dann weggegangen. So, jetzt gehen wir hier rüber. Denn es ist ja von dem Spiegel 2 eigentlich das gewesen, was weggegangen ist, richtig? Ja, genau. Das ist. Das war das. This is mirror 2. Need create a path to mirror 1. Mal, jetzt ist nämlich das in der Mitte, ist ganz unten. Kommen wir da jetzt vielleicht drauf? Wenn ich das jetzt hier mir rüberhole. Guck mal, jetzt ist es nämlich hier auf unserer Höhe. Ich weiß zwar noch nicht, was uns das bringt. Wahrscheinlich nichts. Guck mal, das müsste angeleuchtet werden. Jetzt will ich mal versuchen, was da passiert, wenn ich den jetzt hier wegnehme. Ja, der bleibt, okay. Das ist schon mal gut. Bis dahin komme ich auf jeden Fall. Okay, lass uns das mal probieren. Ich habe den jetzt hier hinten angeleuchtet. Muss ja jetzt erstmal nur hier rüber. Ist ja am Ende egal, dass sich wieder wegdreht. So. Genau, das war das drüben. Das ist trotzdem kein allzu einfaches Rätsel, will ich jetzt mal sagen. So. Zack. Jetzt hier rüber. Und dann kann ich nämlich dort rüber. Aha. Guck mal, so Schritt für Schritt kriegen wir das hin. Okay. So. Naja. Vorstellen, ich muss das so und das. Ja. Guck mal, und schon haben wir unseren Weg, oder? Ja, ich glaube. Ah, Moment, hier war noch was. Ich glaube, wir haben das Rätselslösung. Man muss echt kurz überlegen, aber dann klappt das schon. So. Upp. Jetzt hier rüber. Und hier rüber, ja. Guck mal, wie schön der Weg jetzt für uns hier gemacht ist. Ach, ein Träumchen ist das, ein Träumchen. Und da sind wir angekommen. Hui, yay. Wir haben es geschafft. Das Herausforderungsgrab. Dabei war ich doch nur auf der Suche nach Verstoßenen. Hunger des Huazin. Ach, cool. So, Tempel der Sonne. Ja, verstehe ich warum.
Okay, das Gute ist, wir müssen jetzt nicht alles wieder zurückstellen, weil wir haben ja den Ausweg vorhin schon mal gefunden, auszusehen. Das ging ja hier raus, wie ich das noch richtig weiß, ja. Okay, da sind wir draußen. Und einmal nach drüben. Ui. Natürlich müssen wir wieder klettern, wenn wir raus wollen. Alles andere wäre halt auch zu einfach für unsere Lara. So, einmal abseilen und dann schwingen wir. Ui. Knappe Sache. So, und wieder hier durch zurück. Schön. Okay, Freunde, das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.